und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Josie und heute zeige ich euch alle meine Neuzugänge aus den Monaten Januar bis März 2021. Wobei das nicht ganz stimmt, das sind nicht alle Bücher, denn ich habe ja Ende letzten Jahres keine Neuzugänge-Videos mehr gemacht, weil ich so ein bisschen das Problem habe, dass ich teilweise hier bin bei meinen Eltern und teilweise im Studierendenwohnheim dort, wo ich studiere, und dann sind manche Bücher hier, manche da, und dann war das mir irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Jetzt ist es so, ich bin für die Semesterferien zu Hause bei meinen Eltern und im Januar und Februar und Anfang März sind nur so 4, 5 Bücher bei mir eingezogen und die habe ich auch schon fast alle gelesen, bis auf eins. Und das habe ich dann mit nach Hause gebracht. Und das heißt, ich kann euch jetzt alle anderen Bücher zeigen. Und die ich schon gelesen habe, die habt ihr ja in den Lesemonaten gesehen. Also die werde ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Und auch die Bücher aus dem März, die ihr jetzt schon im Lesemonat gesehen habt, werde ich euch auch nicht mehr zeigen. Also hier sind jetzt wirklich nur Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Ich hoffe, das ist verständlich. Und genau, ich würde sagen, wir beginnen auch mal direkt. Ich habe hier einen Stapel von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Büchern. Und wir starten mit dem oberen. Das, was schon im Februar bei mir angekommen ist und wo ich immer noch nicht fertig bin. Und zwar Lolita von Wladimir Nabokov. Das ist ein Klassiker und den lese ich eigentlich in dem Klassikerbuchclub. Ich habe bisher es nur so etwa bis zur Hälfte geschafft und hatte irgendwie jetzt in den letzten Wochen nicht wirklich Motivation weiterzulesen. Aber ich möchte definitiv noch weiterlesen, weil es ein sehr interessantes Buch ist. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, unser Protagonist, Humbert oder so, ich weiß nicht, wie man seinen Namen eigentlich ausspricht, ist ein mittelalter, frustrierter College-Professor, wie hinten drauf steht. Und er hat eine Vorliebe für jüngere Mädchen und zieht dann in einem Haus ein, wo eine Frau ungefähr in seinem Alter lebt und die hat eine jüngere Tochter, Lolita, und sie ist 11 oder 12. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Also, es ist oder war bisher sehr unangenehm zu lesen. Das Buch ist aus der Sicht des männlichen Protagonisten geschrieben und ist quasi seine Verteidigungsrede, weil er im Gefängnis sitzt am Ende. Und ja, also es ist wirklich sehr unangenehm zu lesen. Ich habe mich da wirklich auch fremd geschämt ein bisschen. Und ja, aber es ist ein sehr bekanntes Buch und ich möchte definitiv noch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, dessen Autorin ich auf Instagram verfolgt habe und genau, ich hatte das Cover so angesprochen, dadurch bin ich auf ihre Instagram-Seite gestoßen und habe mir das Buch jetzt gekauft, das ist im Februar oder März erschienen, und zwar Wir leuchten von Jo Raine. Dieses Buch, da habe ich auch schon angefangen zu lesen, soweit bin ich. Ich habe aktuell sehr, sehr viele begonnene Bücher, was nicht bedeutet, dass die Bücher schlecht sind, ich fange nur irgendwie ständig was Neues an. Hier ist der Untertitel quasi, die Meinungslose, die Kommunistin und der Nazi. Wir verfolgen hier drei ProtagonistInnen, Estelle, Easy heißt sie glaube ich, und noch einen Jungen, von dem ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Jedenfalls machen die drei zusammen einen Roadtrip, also sie kennen sich nicht, sie stoßen spontan aufeinander, machen einen Roadtrip zusammen. Es sind wirklich sehr unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Meinungen, Interessen haben, und bisher ist es auf jeden Fall spannend zu lesen und da freue ich mich weiterzulesen. Wenn ihr eins der Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, übrigens schon gelesen habt oder falls euch irgendwas besonders interessiert, dann könnt ihr es mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann bin ich vielleicht motiviert, in einem Buch besonders schnell weiterzulesen und euch davon zu berichten. Genau, also lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen. Dann ist bei mir ein Rezensionsexemplar eingezogen und zwar Sommer der Träume von Polly Sampson. Ich finde das Cover total schön und auch das habe ich schon begonnen. Da bin ich auch schon fast bei der Hälfte. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Neuzugängen und Currently Reading, aber es kommen auch noch ein paar Bücher, die ich noch nicht begonnen habe. Jedenfalls spielt es hier im Jahr 1960 und die Protagonistin Erika genau, fährt mit ihrem Bruder und ihrem Freund nach Hydra, heißt die Insel. Genau, das ist eine griechische Insel. Die drei sind, wie sehr viele andere Bewohner dieser Insel, KünstlerInnen. Also sie schreiben oder malen und ja, das Buch erzählt einfach, ich vermute, die Geschichte dieses Sommers. Und hat auf jeden Fall eine total tolle sommerliche Stimmung. Ah genau, unter anderem sind sie auf dieser Insel, weil Erika mehr über ihre verstorbene Mutter herausfinden möchte. Und auf dieser Insel wohnt eine alte Freundin, Nachbarin ihrer Mutter. Und genau, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf, weiterzulesen, weil es auf jeden Fall eine sehr schöne, atmosphärische, sommerliche Geschichte ist. Mein nächster Neuzugang ist dann tatsächlich das Buch, was ich aktuell so am aktivsten lese, und zwar Bitter Hearts von Marie Grashoff. Das ist Band 3 von Neon Birds. Neon Birds ist ein Science-Fiction-Roman, der im Jahr 2100
so und so viel spielt und in dem Cyborgs kurz davor sind, die Welt zu übernehmen, sozusagen. Und wir verfolgen vier Protagonistinnen immer in jedem Kapitel, springen wir quasi in eine andere Sicht. Und genau, hier sind wir jetzt eben in Band 3. Mehr dazu gibt es dann vermutlich im nächsten Lesemonat, weil das werde ich jetzt auf jeden Fall bald beenden. Das lese ich in einem Buddy-Read. Und dann werde ich euch erzählen, wie mir Band 3 gefällt. Band 1 mochte ich ja sehr, sehr gerne. Band 2 fand ich ein bisschen schwächer. Und wie gesagt, mehr zu Band 3 dann bald. Ein weiteres Rätsel-Exemplar, was bei mir angekommen ist, ist eine wunderschöne Ausgabe eines Klassikers, auf den ich super gespannt bin. Und zwar Farm der Tiere von George Orwell. Und also wirklich, ich finde dieses Cover so toll. Es ist mal was ganz anderes. Es gibt in diesem Design oder ja so in der Art auf jeden Fall auch 1984, das habe ich ja schon gelesen. Und da ich Farm der Tiere auf jeden Fall auch noch lesen möchte, habe ich dann dazu mich entschieden, das als Rätsel-Exemplar anzufragen und habe es bekommen. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß gar nicht so genau, worum es da geht. Also es spielt, meine ich, auf so einem Bauernhof oder auf so einer Farm. Und ich meine, es geht darum, dass irgendwie alle Tiere gleich sind. Und ich weiß nicht, ob das so ein kommunistischer Bauernhof ist. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf, da mir 1984 auf jeden Fall sehr gut gefallen hat. Als nächstes durfte bei mir dann ein Buch von der Bundeszentrale für politische Bildung einziehen. Darauf bin ich gestoßen durch Ricarda von Cardis Corner, weil sie da schon ein paar Bücher gezeigt hatte in ihren Videos. Und sie hat mir besonders das hier empfohlen, Akteneinsicht von Christina Klemm, Geschichten von Frauen und Gewalt. Ich hatte zum Feministischen Kampftag nach Buchempfehlungen gefragt und wie gesagt, hat sie mir das hier empfohlen. Ich weiß nicht genau, wie dieses Buch aufgebaut ist. Ah, okay, anscheinend. Ich blätter jetzt zum ersten Mal rein. Nach verschiedenen Geschichten. Also hier haben wir zum Beispiel einmal Claudia S., sieht man das? Und dann habe ich hier irgendwas gerade mit Alina. Also ich weiß nicht, ob das dann einzelne Geschichten von verschiedenen Frauen sind, die irgendwie Gewalt erlebt haben. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig drauf und gespannt drauf und kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein sehr wichtiges Buch ist. Und dann durften zu guter Letzt nochmal zwei etwas besondere Bücher bei mir einziehen. Und zwar habe ich mich im März endlich dazu entschieden, Mitglied bei der Büchergilde zu werden. Falls ihr nicht wisst, was die Büchergilde ist, ich verlinke euch mal die Webseite unten und auch Videos von den Büchergilde-BotschafterInnen hier auf YouTube. Dadurch bin ich da auch erst so richtig drauf gestoßen. Also ich wusste auch schon voll, was es ist. Wir haben hier zu Hause auch einige Ausgaben der Büchergilde, aber genau, da bin ich jetzt erst richtig darauf gekommen. Jedenfalls muss man da, wenn man Mitglied ist, mindestens ein Buch im Quartal dann bestellen. Und ich habe mir dann direkt das erste ausgesucht und bei der ersten Bestellung bekommt man auch noch ein zweites Buch dazu geschenkt. Also kann man sich dann auch noch eins aussuchen. Das heißt, ja, bei mir sind direkt zwei Bücher angekommen. Und zwar habe ich mir einmal ausgesucht Der Sprung von Simone Lappert. Das Buch habe ich auch schon mal in einem Try a Chapter angelesen und das fand ich sehr interessant und wollte das dann unbedingt lesen. Genau, in der Büchergilde, es gibt auch einige quasi Originaltitel der Büchergilde, aber oft sind es Titel, die einfach nochmal neu aufgelegt werden. Und weil ich diese Ausgabe einfach so mega, mega schön fand, habe ich mich dann halt hierfür entschieden, das ist ein Hardcover ohne Umschlag. Und in Der Sprung geht es um eine junge Frau, die auf einem Dach steht und sich weigert, herunterzukommen. Ich weiß, ihr habt das Buch schon mal reingelesen, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr so gut dran. Was geht in ihr vor? Will sie springen? Die Polizei riegelt das Gebäude ab, schaulustige Johlen zücken ihre Handys. Der Freund der Frau, ihre Schwester, ein Polizist und sieben andere Mädchen, die nah oder entfernt mit ihr zu tun haben, geraten aus dem Tritt. Sie fallen aus den Routinen ihres Alltags, verlieren den Halt oder stürzen sich in eine nicht mehr für möglich gehaltene Freiheit. Genau, wenn ich mich richtig erinnere, wird dann in jedem Kapitel geht es um eine andere Person aus dem Umfeld dieser Frau. Also ich meine, in dem Trial Chapter waren es vier Personen, aus deren Sicht man dann abwechselnd gelesen hat oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ja, ich finde diese Ausgabe wirklich einfach so schön. Und als zweites habe ich mir dann bestellt Das weibliche Kapital von Linda Scott. Ich lese euch auch mal den Klappentext vor. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich ist eines der drängendsten Probleme der Gegenwart. Die Suche nach Lösungen hat einen blinden Fleck. Die Rolle der Frauen. Linda Scott zeigt, Gleichstellung ist kein Luxusprojekt, sondern Grundlage des Wohlstands. Das weibliche Kapital ist Linda Scotts Lebenswerk. Es ist Abhandlung und Manifest zugleich. Aufrüttelnd, kompromisslos und innovativ schließt sie die Lücke, die die großen ökonomischen Entwürfe der letzten Jahre offen gelassen haben und richtet den Blick auf unsere unterschätzte Ressource, das Potenzial der XX-Ökonomie. Also hier geht es eben wiederum, ihr habt es ja gehört, dass Gleichstellung zwischen
Männern und Frauen eben ja, kein Luxusproblem ist, sondern wirklich grundlegende Probleme der Welt beheben könnte. Und da habe ich auch sehr Gutes drüber gehört und es ist auf jeden Fall ja ein Thema, was mich sehr interessiert. Und deswegen habe ich mich für dieses Buch hier entschieden. Das gibt es, wie gesagt, auch in einer anderen Ausgabe noch. Ich weiß nicht, in welchem Verlag das ursprünglich erschienen ist. Aber auch das finde ich eine wirklich coole Ausgabe und da freue ich mich dann sehr drauf. Und das war es jetzt auch mit dem Video und mit meinen Neuzugängen. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich eurer Meinung nach bald lesen sollte oder weiterlesen sollte. Und genau, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was so euer liebster Neuzugang der letzten Zeit war, worauf ihr euch besonders freut. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.